Das hier ist die erste Folge Neuigkeiten im Jahr 2020 und aus dem Grund wünsche ich euch, auch wenn es leicht verspätet ist, noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe heute ein paar coole Themen für euch. Ich werde ein paar Fragen beantworten, aber ich denke, somit das Interessanteste wird das Projekt sein, was es hier mit auf sich hat. Warum habe ich hier so coole Baumscheiben? Das werde ich euch gleich noch zeigen und einfach ein bisschen allgemeines Zeug werdet ihr heute in der Folge Neuigkeiten sehen. Ich habe ein paar Sachen von meiner Wunschliste, von meiner Amazon-Wunschliste zugesendet bekommen und da darf ich mich erstmal recht herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Es war leider nicht bei jedem einen Namen dabei, finde ich manchmal ein bisschen schade, aber ich denke, die Leute, die was gesendet haben, wissen es und ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei euch. Ich habe es auch schon benutzt. Für das Projekt, was so geil ist, was ich schon angesprochen habe. Als erstes will ich aber ein bisschen was aufarbeiten, denn in der letzten Folge Neuigkeiten habe ich euch gefragt, worauf ihr mehr Lust hättet. Auf Kombimaschinen oder auf getrennte Maschinen. Und da haben viele wirklich geschrieben, 66% haben für getrennte Maschinen gestimmt. Das bedeutet, dass ihr eine getrennte Tischkreissäge und eine Hobelmaschine habt. Dann habe ich noch vor einer Woche, glaube ich, war es jetzt mittlerweile, eine USB-Schale gedrechselt und da habe ich ein paar Fragen bekommen. Ich werde mal holen, um was es geht. Ich wurde gefragt bei dem USB-Schalen-Video, wie das hier heißt. Ehrlich gesagt, so einen genauen Namen kenne ich nicht. Ich habe es auch nicht so gut gefunden. Grundsätzlich die Funktion, die habt ihr im Video gesehen. Das ist einfach eine Scheibe, wo man dann die Schale von der anderen Seite aufspannen kann und dann den Rezess unten wegdrechseln kann. Da werde ich bald was veröffentlichen. Da könnt ihr das Ganze euch quasi selbst bauen und braucht hier diese teuren Backen nicht, denn die kosten, glaube ich, 50 Euro, 60 Euro. Und damit könnt ihr nicht mal so große Sachen spannen. Wie gesagt, da wird bald was kommen und dann kann ich mehr Informationen noch dazu geben. Dann noch eine andere Sache. Der Jens hat geschrieben, zum Verreiben beim Verkleben neulich gelernt, streu Salz drauf. Die kleinen Kristalle verhindern tatsächlich das Verschieben. Die Nachricht habe ich schon öfters bekommen. Die Leute, die das schon ausprobiert haben, nehmt mal hier an der Umfrage dran teil. Findet ihr das gut? Oder fandet ihr das nicht gut? Ehrlich gesagt finde ich es nicht gut, weil ihr habt halt einfach was zwischen der Leimfuge. Ich kann mir vorstellen, dass sich das schon wegen der Feuchtigkeit vom Leim dann auflöst. Aber ich habe es bis dato nicht gebraucht. Ich halte einfach die Teile so fest und verspanne sie dann. Ich mag es einfach nicht, wenn man was auf die Leimfeder aufgibt. Aber wie gesagt, die Leute, die das mal ausprobiert haben, stimmt mal da oben ab, ob ihr das gut findet, dass es gut funktioniert hat oder halt eben nicht. Dann wurde ich mal wieder gefragt, was ich mit meinen Spänen bzw. dem Holzabfall mache. Also als erstes, wo gelangen die Späne oder der Holzabfall hin? In der Werkstatt. Da ist übrigens noch der Tannenbaum. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich eine Abfalltonne hinter der Tischkreissäge habe. Da kommen dann alle Abfallstücke rein, die auch ein bisschen länger sind. Später, wenn die ein bisschen voller ist, schneide ich es auf der Bandsäge kürzer und dann kann man irgendwann mit grillen. Multiplex natürlich nicht, aber das Ganze Echtholz. Viele, die mir folgen, oder die mir folgen, wissen, dass ich viel mit Echtholz mache. Und das seht ihr nämlich allein schon an diesem Haufen hier. Das sind alles Abschnitte von Schalen, die ich gedrechselt habe. Und das ist nur ein kleiner Teil. Hier seht ihr auch noch ein bisschen. Yes. Da ist noch ein wenig. Und hier auch. Ich habe dazu mal ein eigenes Video gemacht. Da habe ich nämlich einen Späneofen gebaut. Das ist hier dieses Teil. Damit kann man Späne verbrennen. Das Problem bei Spänen ist ja, dass wenn man sie normal verbrennt, kommt nicht genug Luft dran und dann qualmen die sehr, sehr stark. Das passiert auch, wenn er die Späne einfach aufs Feuer werft. Bei diesem Späneofen ist es halt so, dass ihr hier einen Luftzug habt. Das Rohr geht dann hier rein und da müsst ihr die Späne dran anhäufen und geht immer so ein Luftzug über die Späne, damit die auch ordentlich verbrennen. Das Ding funktioniert ganz gut. Ich benutze es so halt nicht, weil ich die Späne zum Glück in einen Container werfen kann. Die kann ich dann einfach jemandem schenken. Die saugen damit, glaube ich, Flüssigkeit im Container auf und dann habe ich die Späne so entsorgt. Aber das hier ist halt eine Möglichkeit, wenn ihr eine Gartenfeder habt, dann könnt ihr so einen Spänenofen anmachen und hättet dann vielleicht eine Wärmequelle. Wie gesagt, das ist auch ein eigenes Video auf meinem Kanal. Kannst einfach mal nach Spänebrenner schauen oder einfach in dem Verlauf nach unten gehen. Ich habe mir was Cooles überlegt. Ich werde mir einfach mal jetzt, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, ein paar Leute aus den Kommentaren picken, werde deren Namen in die Videobeschreibung packen und die können sich dann bei mir melden. Die bekommen dann eine Dose Finish geschenkt. Also vielleicht steht ja dein Name in der Videobeschreibung drin. Dann war ich noch vor kurzem im Lidl, da habe ich mir ein bisschen Werkzeug gekauft und bald wird noch per Post ein bisschen Werkzeug kommen, was ich mir dann im Onlineshop bestellt habe. Und geholt habe ich mir erstmal, ich zeige euch jetzt erstmal nicht alles. Ich werde gleich noch ein paar Worte dazu sagen, aber ich habe mir erstmal diesen Schrauber hier geholt. Warum habe ich mir den geholt? Jetzt ist es natürlich in der Holzwerkstatt so, wenn man jetzt nicht irgendwie rohe Konstruktion zusammenschraubt, da muss man ja meistens nichts vorbohren. Aber in der Holzwerkstatt ist es ja dann meistens so, man muss ein Loch vorbohren, macht eine Schraube rein. Und aus dem Grund sind halt einfach zwei Schrauber mega praktisch. Und da braucht man ja auch nicht so ein
Soll ich mal die Kamera gerade stellen? Ich glaube, das wäre besser. Und wenn man rein ein Loch vorbohren will, dann braucht man echt nicht so einen massiven Schrauber. Der ist noch schön leicht und der hat zusätzlich noch die Funktion, dass man vorne Bits einspannen kann. Hier könnt ihr halt eben einfach die Bits reinmachen und habt direkt eine Aufnahme für Bits. Ich habe ja im vergangenen Jahr meinen Bus umgebaut und wenn ich wieder irgendwelche Projekte habe, die ich an zwei Orten habe, dann würde ich mir auf jeden Fall noch so einen Backup-Schrauber zulegen. Die sind mega günstig, man muss es einfach sagen. Und ihr habt halt nicht das Problem, dass ihr, wie ich jedes Mal, den Akkuschrauber an dem einen Ort vergesst und müsst dann wieder hochgehen. Das ist halt einfach einfacher, wenn man dann an zwei Spots ein bisschen Werkzeug hat. Und dafür sind die halt wirklich ideal. Aber wie gesagt, bald kommt noch ein bisschen Zeug und das werdet ihr dann in den Projekten sehen. Wenn wir gerade schon beim Thema Bus sind, ich habe mir auch ein bisschen Zeug geholt, was ich im Bus lassen werde, denn wenn man unterwegs ist, dann wird zwangsläufig immer irgendwas kaputt gehen. Und da habe ich mir auch hier wieder so ein Set geholt und ich zeige euch mal was. Ich habe hier viel altes Zeug noch in der Werkstatt. Hier diesen Bitsatz, den benutze ich schon bestimmt, bevor ich noch in dieser Werkstatt war, bevor ich quasi noch in der Metallwerkstatt war. Und was soll man sagen? Man hat ein cooles Set günstig, was damals für mich auch super wichtig war, weil ich da auch nicht so viel Kohle hatte. Das Set hier werde ich jetzt auch zum Beispiel in der Werkstatt lassen, weil die hier ein bisschen länger sind, das ist gut. Und die haben hier diese Muffe, die bleiben dann im Schlagschrauber zum Beispiel auch drin stecken. Das ist bei denen hier nicht der Fall, sind aber ein bisschen kompakter. Ich habe noch ein kleineres Set davon, das werde ich dann zum Beispiel in den Bus packen. Was vielleicht gerade noch witzig ist für die Saarländer, der Schrauber wurde gestern schon schön eingeweiht, denn gestern war der erste Akt dafür, erstmal einen Schwenker aufzuhängen. Für die Leute, die nicht aus dem Saarland kommen, ein Schwenker ist ein Grill und das ist, sage ich mal, Saarland prägend, kann man, denke ich, so sagen. Dieses Werkzeug hier habe ich in der Lidl-Filiale gekauft, aber ihr habt auch immer noch die Möglichkeit, das Ganze online zu kaufen und da findet ihr auch in der Videobeschreibung, einen Link. Wenn Sprache so einfach wäre. Jetzt kommt aber noch was richtig Cooles. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen Reisefan. Ich bin mit dem Bus schon nach Gibraltar und so gefahren. Ich liebe es wirklich, mir andere Städte anzusehen. Und dazu zählt tatsächlich auch Hamburg. Und in Hamburg findet was richtig Cooles statt, wo auch du vielleicht dran teilnehmen kannst. Das Ganze ist ein Event, was von Lidl ist. Und es machen ein paar coole Leute mit, wie zum Beispiel der Conny Reimann. Und das ist auch so ein bisschen das Gesicht von dieser Kampagne. Denn wir werden mit ein paar Leuten dann in Hamburg ein richtig geiles Projekt bauen. Es ist aber nicht nur der Conny Reimann, es sind noch 10 andere Influencer, die dann jeweils eine Person mitholen können. Und das heißt, wir sind eine relativ große Truppe, mit der man richtig viel geschafft bekommen kann. Das ganze Event wird am 5. März in Hamburg stattfinden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du... Das hat man in der Schule gelernt, man braucht immer was in den Händen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du dran teilnehmen? Das Ganze findet auf Instagram statt, nicht hier auf YouTube. Das hat einfach die Bewandtnis, dass ich, wenn ich dann einen Gewinner auswähle, ihn per Direktmessage auf Instagram anschreiben kann und kann ihm dann Bescheid geben, dass er eben gewonnen hat. Du musst dafür am besten in die Videobeschreibung klicken, jetzt hier unter diesem Video. Dort findest du einen Link, der führt dann zu Instagram, zu diesem Bild. Dort steht auch übrigens alles nochmal genau drin, wie du dran teilnimmst oder teilnehmen kannst. Und da musst du als erstes mal Lidl und mir auf Instagram folgen und anschließend unter diesem Bild, was ich hochgeladen habe auf Instagram, musst du mit Lidl Island kommentieren und schreib dann noch dazu, bitte, warum gerade du mit nach Hamburg möchtest. Das war's auch schon. Ich werde den Gewinner, wenn ich einen ausgesucht habe, dann auf Instagram direkt anschreiben und werde ihm dann das alles verkünden. Der Gewinner darf natürlich an dem Event dran teilnehmen und bekommt dazu noch die Reisekosten und die Übernachtungskosten komplett erstattet. Das bedeutet für dich ein geiles Event, für mich ein noch geileres Event, weil ich dich kennenlernen darf und einfach in einer großen Gruppe zusammen was bauen. Ich freue mich mega auf dieses Event. Geile Stadt, geiles Event, geile Leute und das wird geil, das wird richtig geil. Jetzt kommen wir bestimmt zu einem heißgeliebten Thema, was viele von euch interessiert, weil es geht auf dem Kanal um Holz und es geht, das passt schon. Hier habe ich ein schönes Stück Sauerkirschholz. Das habe ich letzte Woche mit dem Paps im Wald gemacht. Ich kann nur so viel dazu sagen, die Leute, die mir nicht auf Instagram folgen, ihr habt wirklich was verpasst. Ihr merkt ja bestimmt langsam, dass ich so leicht auch manchmal einen an der Klatsche habt und da hat man es gesehen. Und außerdem haben wir im Wald gemerkt, oder ich wusste gar nicht, dass die Kupplung von einem Automatikgetriebe auch stinken kann. Habe ich nicht gewusst, aber
Das werde ich euch hier auf YouTube nicht zeigen, das haben nur die Leute auf Instagram gesehen. Ja, aber auf jeden Fall habe ich hier ein Kirschholzbrett, das habe ich mit meinem selbstgebauten Motorsägewerk hergestellt. Das habe ich auch in der ganzen letzten Woche gebaut. Du siehst, die Scheibe hier ist relativ dünn. Das habe ich auch extra getan, weil dieses Holz hier in der Werkstatt bleiben wird. Es ist dünner, dann kann ich es schon in ein paar Monaten verarbeiten. Und da wollte ich einfach mal nur schauen, wie genau dieses Sägewerk ist. Und ihr seht, es ist richtig genau. Das hat mich echt verblüfft, denn die einzigen Werkzeuge, die ich auch in diesem Projekt benutzt habe, war eine Flex, ich glaube eine 30-Euro Flex und ein Schweißgerät. That's it. Später, nachdem ich fast fertig war, habe ich dann ein neues Kaltkreissägeblatt bekommen und dann konnte ich eine Kappsäge benutzen. Aber ansonsten habe ich auch die ganzen Kantrohre mit der Flex freihändig zugeschnitten. Ich werde nur was für die Leute, gerade eine Info, oder ich gebe euch gerade nur eine Info für die Leute, die es wissen möchten. Wenn ihr Längsholzschnitte macht, beziehungsweise solche Schnitte, da braucht ihr eine spezielle Kette. Eine normale Kette hat ja, glaube ich, 25 Grad oder 35, ich weiß es gerade nicht. Die sind dafür nicht so gut geeignet. Für Längsschnitte solltet ihr eine 10 Grad Kette haben. Ich hole euch mal eine raus. Hier seht ihr auch mal den Unterschied. Das hier ist ein 5 Grad oder 10 Grad Anschliff und das hier ist ein normaler Anschliff. Und der ist halt einfach wesentlich aggressiver, dieser 5 bzw. 10 Grad Anschliff, als hier dieser normale Anschliff. Jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Frage. Philipp, welche Motorsäge hast du benutzt? Wie viel PS würdest du empfehlen? Ich habe nämlich nicht da oben die Motorsäge benutzt. Die hat 6,1 PS, hat aber einen Nachteil. Ich habe meine Husqvarna benutzt, meine 545. Die hat, glaube ich, 3,4 PS, also ein gutes Stück weniger. Hier seht ihr auch schon so ein Kernteil. Das war ein Grund, warum ich das früher nicht schon gebaut habe. Denn ich habe mir hier zwei Verlängerungsstifte gedreht. Damit könnt ihr einfach das Sägeschwert hier quasi spannen und könnt ihr dann die Schraube verlängern. Das braucht ihr halt für ein Sägewerk, damit ihr die Kettensäge montieren könnt. Welchen Nachteil hat meine starke, coole, alte Motorsäge im Vergleich zu dieser kleinen, schwachen, wie man es auch nennen möchte, Kettensäge? Ich finde nicht, dass das die Kettensäge beschreibt, aber das beschreiben andere Leute. Der große Vorteil hier bei dieser neueren Motorsäge ist einfach, sie ist günstig. Das bedeutet, ihr könnt sie nachbauen. Die ist nicht so schwer. Das ist ein Riesenvorteil und was auch noch ein Riesenvorteil ist, den man, glaube ich, erst bemerkt, wenn man so eine Maschine hat, ist der Spritverbrauch. Wenn ihr damit Längsschnitte macht, bedeutet das, dass ihr dauerhaft voll unten drin steht. Also, es ist kein Auto, aber das bedeutet, dass ihr dauerhaft volle Möhre Gas geben müsst. Und das verbrennt halt schon ein bisschen Sprit. Oben diese alte Motorsäge, die hat echt so viel verschluckt. Ich glaube, so in zwei Schnitten oder zwei 1-Meter-Schnitte, da war der Tank leer. Und da überlegt man sich halt schon irgendwann so, macht das schlussendlich Sinn? Ich habe euch ja hier diese Scheibe schon gezeigt. Das hat, glaube ich, keine 20 Sekunden gedauert. Da war ich da schon durch. Grandios. Jetzt muss ich dazu noch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe hier oben schon mal dieses Kettensägewerk gebaut und das werde ich euch mal noch oben rechts verlinken. Das hat den riesen Nachteil gehabt, dass ich einfach, wenn ich zwei Baumscheiben geschnitten habe, also keine zwei Stämme, sondern nur zwei Scheiben, dass ich massiv Kreuzweh hatte. Die Motorsäge allein ist schon brutal schwer. Das Kettensägewerk aus Holz, zugegebenermaßen man hätte es auch aus Metall machen können, dann wäre es leichter gewesen, war auch mega schwer. Und dann musste man das Ding einfach immer wieder draufhalten und ihr kennt ja die Sägewerke, wo man dann eine Leiter oben drauf macht. Das ist einfach nichts für mich, weil Schraube rein, Sägen, Leiter ab, Schrauben raus oder in der anderen Reihenfolge. Und dann immer dieses Umbauen und man will ja nicht nur einen Stamm schneiden, man will ja im Idealfall direkt 20, wenn man 3-4 Bäume hat, dann geht das ja, schneiden. Das geht mit meiner Vorrichtung, aber mit den anderen finde ich nicht so gut. Außerdem ist da oben bei der Motorsäge noch eine Schraube rausgerissen aus dem Zylinderkopf. Deswegen, wenn man mit der ein paar Stunden schneidet, fängt oben der Zylinderkopf an zu wackeln. Dann kann man seinen Finger schon haben dazwischen stecken. So läuft er aber immer noch nicht mehr gut. Aber man muss halt quasi im Wald dann deswegen auseinanderbauen. Das hat mich dann halt auch daran gehindert, diese große Säge zu holen. Man halte fest, so ein Kernding, was mir immer wichtig ist, ist einfach, dass ihr Projekte nachbauen könnt. Ich will hier Projekte machen, auch wenn ich jetzt eine fette Hobelmaschine habe oder eine krasse Tischkreissäge, sind das im Grunde genommen alles Projekte, die man nachbauen kann. Sei es nur die Tatsache, dass ich hier eine Motorsäge benutzt habe, die nicht teuer ist. Klar, die hat auch 500 Euro gekostet. Es ist keine 2000 Euro Kettensäge, die 2 Millionen PS hat und dann für euch grundsätzlich nicht erschwinglich ist.
Für mich ist er auch nicht erschwinglich. Ich will auch keine so teure Kettensäge. Aber ich denke, ihr wisst, um was es mir geht. Ich will einfach ein Projekt bauen, was ihr nachbauen könnt. Gut, die Dreharbeiten sind eventuell ein bisschen schwierig umzusetzen, wenn ihr einfach keine Drehbank habt. Aber ich bin da an einer Lösung dran. Ich hoffe, dass die fertig wird. Wie gesagt, Social Media, da habe ich so viel davon schon hochgeladen. Hier seht ihr noch ein paar Baumscheiben. Man kann mit meinem Sägewerk auch übrigens ganz easy Kanthölzer herstellen. Überhaupt kein Problem. Hier seht ihr ein paar Schwarten. Und hier seht ihr noch ein paar weitere Scheiben. Hier war der Baum noch schief. Da habe ich das Ganze verbessert und konnte es gerade schneiden. Und ihr seht ja, das ist alles ziemlich dünn. Das hier ist eine Stärke. Das ist, denke ich mal, so die Standardstärke. Das sind zwei Lochreihen, die man einstellen kann. Wahrscheinlich werde ich die dann im Wald direkt so zuschneiden. Und jetzt zeige ich euch die Werkstatt, in der ich das Ganze gebaut habe. Und die sind um ein gutes Stück kleiner. Wahrscheinlich wie viele so von euch haben. Hier der Raum ist ca. 2,80 m x 2,80 m. Mit Pflanzen drin. Mit einer Drehbank drin. Und ein Klo. Also nicht mehr so viel Platz. Das ist das Schweißgerät, was ich benutzt habe. Das ist die Flex, die ich benutzt habe. Mit der habe ich mir auch damals übrigens in die Hand geflext. Und damit habe ich das gebaut. Ich denke auch, anhand von den Schnitten hier werdet ihr mir glauben, dass ich die Teile mit der Flex geschnitten habe. Als ich fast fertig war, typisch, ist dann hier das Kaltkreissägeplatz neues angekommen, denn das alte war stumpf. Dann konnte ich auch gerade Schnitte machen. Und das hier ist das Sägewerk. Es sieht wirklich nicht danach aus, aber das hier ist es. Hier haben wir die Kurbel. Hier wird die Motorsäge drauf befestigt. Hier haben wir quasi das Sägegatter. Dort werden die Baumstämme aufgelegt. Das hier ist der Schlitten. Hier sind die Lochreihen, damit man die Höhe und die Brettdicke wählen kann. Das hier sind alles ca. 2 cm Abstände. Das bedeutet, ihr habt eine gute Vielfalt. Das hier sind die Befestigungsteile. Das hier ist noch ein Teil, damit man dünnere Stämme gut verarbeiten kann. Ein Anschlag, damit der Stamm nicht wegrutscht beim Schneiden. Ein Klemmschuh, der wird eingeschlagen, damit der Stamm massiv bzw. stabil ist. Und das Teil hier ist dafür da, wenn man dann zum Beispiel Kanthölzer schneiden möchte oder halt die Waldkante weghaben möchte. Das ist das Kettensägewerk. Es ist stationär, es ist aber auch mobil. Was aber halt eben geil ist, ihr müsst euch nicht hinknien. Ihr legt den Stamm drauf, schlagt den fest, spannt den fest und führt die Kettensäge. Müsst Gas geben, müsst aber nicht mal drücken, weil ihr eine Kurbel habt, wo ihr das Ganze dann ziehen könnt. Und das war wirklich so der wichtigste Punkt für mich, dass ich da nicht wieder mein Kreuz kaputt mache, dass ich dann 3 Tage Kreuzweh habe, weil ich 2 Scheiben aus einem Baum rausschneiden wollte. Yes. Das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Schön, dass du auch jetzt wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich schon derbe drauf, das Kettensägewerk zu benutzen. Morgen werde ich nämlich in den Wald fahren und dann werde ich im Wald die Bäume direkt zu Brettern schneiden. Und das wird richtig, richtig gut. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Freue mich auf deinen Kommentar. Freue mich auf deine Gewinn. Spiel, Teil, Name und sag bis zum nächsten Video mal. Ciao.